Zwickerde. Wir haben den 13. Juli 2017, 3:15 morgens, es ist noch stockdunkel und ich bin an der Emscher Quelle und laufe jetzt den Emscher Radweg entlang. Ja, hier verläuft die Emscher. Sie springt hier in Holzwickede, fließt durch Dortmund, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Herne, Gelsenkirchen, Essen, Oberhausen und mündet in Dienstlaken in den Rhein. Ja, ist ein weiter Weg. Ja, jetzt im Dunkeln ist von der Quelle nicht ganz viel zu sehen, aber zu hören ist sie da hinten. Die plätschert da so vor sich hin. Und dahinter sieht man im Dunkeln den Emscher Quellhof. Das Wasser ist niemals einsam. Ja, so früh am Morgen fühle ich mich ganz schön einsam, ehrlich gesagt. Ganz schön alleine. Ja, dann laufe ich mal los jetzt. Ist noch ein bisschen dunkel und ein bisschen unheimlich und ein bisschen einsam. Aber was soll's. Und los geht's. Ja, dieser Beschilderung werde ich jetzt erstmal folgen. Die Kunst ist jetzt nur, die Schilder überhaupt im Dunkeln zu finden. Ich bin in Dortmund-Hörde am Phoenixsee und klettere jetzt auf den Mount Phoenix und schaue mir erstmal Dortmund von oben an. So, jetzt ist hier eine richtig teure Wohngegend mit Blick auf den Phoenixsee und vor 20 Jahren war hier ein Stahlwerk, Phoenix Ost. Da war das hier richtig, ja, ein Dreckloch. So, es geht wieder weiter. Ja, bis hierhin ist die Emscher ein richtig schönes kleines Flüsschen. Richtig idyllisch. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ich habe nämlich den Radweg schon wieder verloren. Und laufe im Moment ein bisschen nach Gefühl ab, weil ich weiß, wo er gleich wieder ist. Aber ich finde ihn schon wieder. Ich habe die Emscher wieder gefunden. Und den Emscherweg auch. Emscher Kunst. Oh.
1, 2, 3, 4. Mama. Man hört hier kaum Geräusche von außen, aber die eigene Stimme ist schon cool. Boah, robotermäßig. Aber ich laufe lieber weiter jetzt. Boah. Weiter geht's. Die erste größere Kläranlage entlang der Imscher. Vor gut 150 Jahren ist das Ruhrgebiet ja der Ruhrpott geworden. Da sind jede Menge Zechen eröffnet worden, Stahlindustrie. Die haben Abwässer produziert ohne Ende. Hier sind ganz viele Menschen hingekommen. Auch die haben Abwässer produziert ohne Ende. Und durch die vielen Zechen kam es ja hier zu Bergsenkungen. Die Rohrleitungen, die Abwasserleitungen in der Straße, die haben nicht funktioniert, weil das Gelände abgesackt ist. Und dann musste man laufend die Straßen aufmachen und alles wieder reparieren. Und dann hat man sich irgendwie für eine andere Lösung entschieden. Man hat die Emscher, die bis dahin ein ganz schöner, idyllischer Fluss war, einfach geopfert und hat daraus einen Abwasserfluss gemacht. Und in meiner Kindheit hier in Dortmund, da floss in der Emscher Klopapier und was weiß ich noch alles. Das konnte man richtig sehen und vor allen Dingen riechen. Und ja, das ist eigentlich bis fast heute so geblieben. Man versucht jetzt seit einigen Jahren die Emscher wieder zu renaturieren und wieder zu einem hübschen Flüsschen zu machen. Aber ja, man ist dabei, aber überall ist es halt noch nicht so. Die eine oder andere Stelle mieft noch ganz schön und ist auch noch ein bisschen dreckig. Aber ein Projekt für die Zukunft. Alles gut. Irgendwann ist die Emscher wieder schön sauber und ein gemütliches, kleines Ruhrgebietsflüsschen. Kleine Pause. Und schon geht's wieder weiter. Emscherkunst. Keine Ahnung. Ja, da bin ich erst heute Abend. Ja, jetzt bin ich mal wieder auf der Suche. 300 Meter von hier steht ein Schild, dass ich hier in diese Straße rein muss. Die hört aber 50 Meter hinter mir auf und hier geht es irgendwie nicht weiter. Ach Mann. Also ich habe jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Baustellen auf dieser Strecke gehabt bis jetzt. Und die Emscher soll ja renaturiert werden. Hier sind natürlich überall Baustellen. Aber so richtig, hier und da kommt man irgendwie nicht weiter. Da muss man so ein bisschen suchen. Das war das mit dem Bauchgefühl. Ich muss in die Richtung, aber da geht es nicht weiter.
Ja, das ist jetzt der Wegweiser, aber der ist eindeutig um 180 Grad gedreht. Ich muss hierher, sonst passt nicht. So, aber suchen gehört zum Abenteuer dazu. Alles nicht so schlimm. Ein Düker, da fließt die Emscher unter dem Rhein-Herne-Kanal drunter her. Ja, so sieht die Emscher renaturiert aus. Und das ist noch die alte Version der Emscher, so wurde sie als Abwasserfluss genutzt. Kilometerlang einfach geradeaus. Bäh, hier stinkt's. Boah. Kleines Aussichtspäuschen. Ah. Und es geht wieder weiter. Den Ballermann gibt es auch an der Emscher. Den gibt's die mehr. Oh. Emscherkunst. Die Halde Hohewart in Herten mit dem Sonnenobservatorium. Mal wieder Seitenwechsel. Es geht immer hin und her. Ach. Emscherkunst. Der Weg verläuft jetzt am Rhein-Herne-Kanal entlang. Das ist der ehemalige Förderturm der Zeche Nordstern und obendrauf steht der Herkules und der bewacht Gelsenkirchen. Jetzt bin ich wieder an der Emscher. Aha, Emscherkunst. Endlich habe ich was zu trinken. Prost. Und es geht wieder weiter. Der Tetraeder, die Landmarke Bottrops. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verirrt. Ja, da waren nur noch irgendwelche Fahrradwegweiser, aber kein Emscherweg mehr. Ich suche jetzt einfach den Kanal oder die Emscher und dann versuche ich da wieder dran entlang zu laufen. Mann, Mann. Es sind viele Baustellen hier. Und dadurch viele Umleitungen und irgendwie fehlen da, glaube ich, hier und da mal Schilder.
ohne Bauchgefühl, ohne ab und zu mal zu gucken, wo die Sonne steht, damit ich eine Himmelsrichtung habe. Und ohne mir zu merken, ob ich nördlich oder südlich der Emscher bin, hätte ich mich, glaube ich, schon verirrt. Boah, voll die riesen Kläranlage. Alles für die Emscher. Da geht's weiter. Emscherkunst. Ja, das war die nächste Baustelle. Ah, schon wieder eine Umleitung. Echt krass. So sammeln sich die Kilometer um Kilometer immer mehr. Da ist die Tonne. Ich habe gerade gegoogelt. Irgendwie, keine Ahnung, 17, 20 Kilometer oder so müssten es jetzt noch sein. Ist eigentlich ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Slinky Springs. Ein letzter Blick zum Gasometer. Muss das dann rechts abgehen? Ja. Wir tüfteln gerade über den richtigen Weg. Ja. Jetzt habe ich gerade Tipps gekriegt. Dankeschön. Alles klar, Frank. Guten alles Gute. Bis dahin. Ne? Tschüss. Tschüss. So, normal muss ich jetzt wohl hier weiter. Der gleiche Plan wie heute Morgen. Nur da bin ich jetzt. Das kleine Eckchen noch. Dann ist geschafft. So, sie steht das erste Mal auf dem Schild, die Mündung. 8,4 Kilometer noch. Die Zielstadt. Hier fließt die mehr oder weniger jetzt saubere Emscher in den Rhein. Ich bin da. Das war mein privater Ultralauf entlang der Emscher, von der Quelle in Holzwickede bis zur Mündung hier bei Dienstlaken. Ist irgendwie ein bisschen länger geworden, als ich dachte.
durch die vielen Baustellen und ein bisschen Sucherei und alles egal. Jetzt bin ich da. Boah. Vielen Dank fürs Mitlaufen. Nehmt euch immer gerne mit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, macht's gut.